Recht herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt. Schön, dass ihr dabei seid. Und das Projekt heißt Planet Nomads. Es ist in der Alpha, ganz frisch auf dem Markt. Und Unity 4.0 ist es, glaube ich. Und sieht richtig krass aus. Zurzeit ist es hier im Regnen, wolkig. Ja, ich spiele es auf höchster Auflösung zurzeit. Ich weiß nicht, ob das so wunderbar läuft. Ob es anfängt zu ruckeln, wenn ich was baue oder so. Das müssen wir dann noch checken. So, wir haben hier so ein Multifunktionswerkzeug. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, ob das funktioniert. Oh, das geht da rein. Aber F1 to open Tutorial. Okay, da wollen wir doch mal reingucken, was da so geht. Ansicht kann man ändern mit V. Zoom View ist Maus und Control. Freelock ist Alt. Flashlight ist F, Spacebar, sag schon hier, Jetpack oder was. Use ist E, H ist Holster, Link-Maustaste ist Werkzeug benutzen, so genauso wie T, C ist Kriegen wohl, W ist D ist klar, Shift, Sprinten, Caps Lock, Autorun, oh, das ist cool. Okay, das ist Player. Das brauchen wir als erstes Building. Dann können wir dann bauen. Müssen wir reingucken, wenn wir bauen wollen. Das ist Auto. Müssen wir. Achso, da ist es gezeigt, wie man das erste Auto baut. Cool. Und okay, da muss man dann noch so ein paar Einstellungen machen, dass die Räder in aller Richtung, in die richtige Richtung laufen. Okay. Zwei gab es. Achso, das kann man durchblättern mit 1 bis 4. F1 bis 4. Okay, wunderbar. Das würde bedeuten. Ah. Jetzt hat er gerade anderes Werkzeug dran gemacht. Das machst du mit T. Oh. Und jetzt muss ich, glaube ich, weg. Der Baum fällt. Gut, der hat mich nicht erschlagen. Krass. Also sieht gerade etwas komisch aus. Das liegt aber daran, dass es am Regnen ist. Gut, dann müssen wir jetzt aus dem Baumstamm Bretter machen. Gucken, ob das funktioniert. Ja, er ist weg. Und ich hab... Ach, da ist das Loch, wo die Wurzel drin war. Cool. Aber wo ist der Baum? Habe ich den schon in meinem Inventar? Ist das I? Nö. Holster, Use, Flashlight, Spacebar. Gibt's kein Inventar? Ja. Tab war da noch. Tab ist. Ach, die Gegend scannen oder was? Auch schön. Sonne scheint gerade. Ja. Springen. Bildvision on. Was heißt Bildvision on? Ach so, das ist, wenn ich Tab drücke. Eine andere Ansicht. Aber ich weiß noch nicht, wo ich mein Inventar sehe. Das ist schlecht. Caps Lock war Autorun, okay. Tja, T. Jetzt haben wir irgendwie ein... Das ist Sägeblatt und das... Ach, das sind Diamanten, das ist ein Diamantbohrer wahrscheinlich, um Gestein abzubauen. Jetzt ist es dunkel geworden. Ja. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich an mein Inventar komme. Und ich wäre von aus I, von aus... gegangen, aber wie ist es nicht? T wissen wir jetzt schon. Ja, D ist auch klar. F war Licht. Okay, Licht, ja, sieht cool aus. Schön gemacht. H, da stecke ich was weg. Okay. Tja. Also C ist Riechen. Crow, weiß ich nicht. Ah, dritte Ansicht. Da
Kann man sehen, das Ader duckt sich, alles klar. Bleibt er unwendig? Ah, ja. Mal rausgehen, geht er normal. Auch schön. Und ich hält. Ah, B ist Building Blocks. Interieur ist dann das, was wir haben wahrscheinlich, oder? Nee, doch nicht. Okay. Ja, weiß ich dann auch nicht. Ja, dann würde ich jetzt mal fast sagen, ne? Machen wir uns dran, ne? Mit 2 fangen wir an, das Auto zu bauen. Stand auf jeden Fall. 3 ist das Cockpit. Das sollte dann da irgendwie oben drauf. Haben wir. Dann brauchen wir 1. Da müssen wir dann ein bisschen was im Chassis machen. Zack, zack. Wie machen wir das? Ein bisschen breiter das Ganze, damit stabil auf der Straße liegt, wie ich gesagt, aber eine Straße haben wir ja nicht. So, ne? Dann brauchen wir die 4, das ist unser Achsteil. Wie kriege ich das da dran, dass es passt? Kann ich das drehen? Ne. Wie kann ich das drehen? R ist nicht Rotate. Ah, mit dem Mausrad. Passt du das jetzt? Ich glaube ja, ne? Das ist nur hochgegangen beim Anbauen, ne? Ja, das geht hoch, wenn du es anbaust. Okay. Und dann hier noch ein. Gut, wunderbar. 5 ist das Rad. 5 ist das Rad. Müsste so sein. Da ist noch eins. Ach so, das ist nur so hoch, weil die Feder entlastet ist. Und wenn du das Rad dran machst, wird die Feder schwer und dann geht das Rad runter. So, und so, passt. Und jetzt fehlt nur 6, das ist der Motor. Der muss da auch noch drauf. Ja. Das ist so okay, oder? So. Jetzt habe ich gerade ein Rad weggenommen, sehe ich gerade. Das wollte ich nicht. Nummer 5. Gut. Nee, Escape war nicht richtig. Continue wäre richtig. Ich wollte jetzt aber aus dem Baum. Ach so, B muss ich wahrscheinlich drücken. Nee, B nicht. So, und jetzt muss ich das Fahrzeug irgendwie noch fertig machen, dass es fährt, ne? Warte, da müssen wir nochmal hier oben rein. Also gebaut habe ich's. Power up the vehicle in next step. Das ist mit Tab. Ah, alles klar. So. Linksrum wäre nach vorne. Das würde bedeuten, die Drehrichtung muss ich ändern. Und das hier muss auch lenkbar sein. Steering, okay. Das nicht. Das ist alles richtig und das muss lenkbar sein. Steering. So, disconnect electricity. Power on. Slow speed. Ich weiß jetzt nicht, was man da noch einstellen muss, aber hier ist schon mal was. Power on. Connect electricity. Ach so, das muss ich dann da vielleicht mit anbinden, ne? Und so.
ist das dann angetrieben, ja? Will ich mal hoffen. So, Tab wäre weg. So, mit I soll man fahren können, ne? Komme ich denn da mit I hin? Rein? Geht das? Gucken wir mal. Muss ich da so dicht dran stehen? Ne. E, nicht I. Okay. Sind wir im Auto? Auto fährt aber nicht. Kann ich die Ansicht ändern? Ja. Wow, cool. F4 sagt mir, Tab, press left click. Also, das habe ich, den Antrieb habe ich dran gemacht, ja. Das habe ich auch fertig. Ja, das war's, oder was? Aber da steht jetzt nicht, wie ich fahren kann. Okay. Nee, Escape ist es nicht. E ist aussteigen. Muss ich da erst noch hin und den Motor anmachen. Habe ich den eben ausgemacht vielleicht. Tab. Könnte sein, ne? Nein, nicht das, sondern das. Da muss ich mich dran gewöhnen, dass B der Bildmodus ist. So, und jetzt? Press B to open building catalog. Ansicht ändern mal gerade, weil ich sehe, Lenkung geht definitiv. Und die Räder wollen auffahren. Aha. Ich glaube, ich habe was Wichtiges vergessen, und das ist, diese Stütze unten drunter wieder wegzunehmen, ne? Das habe ich wohl vergessen. Dann kann der wahrscheinlich nicht fahren, ne? Build Mode. Warte mal, erst raus, dann den Build Mode. Kriege ich die aber weg. Nee, das war's nicht, das war's. Ja, so sind diese kleinen Feinheiten dann. Warte mal, das ist, glaube ich, von der anderen Seite besser zu erreichen. Okay, vorwärts läuft der schneller wie seitwärts oder so. Ne, das ist, glaube ich, mittig drunter, ne? So sehe ich das besser. Ja, schön, ne? Was haben wir denn da jetzt? Das ist die Nummer 2. B für Building. Mobility, das ist klar. Ja, vorhin habe ich das ganz leicht weggekriegt, ne? Aber jetzt kriege ich das nicht weg. Das ist blöd. Slow Speed lassen wir erstmal. Aber wie habe ich das weggekriegt? Das ist die Frage, ne? Das ist nicht. Warte mal, wir müssen nochmal rein hier. Use Tool. Building. Erase Block. Place Block. Rotate Block. Change Axis. Eigentlich rechte Maustaste, oder? Bin ich nicht nah genug dran, dass ich den eben hätte wegmachen können, oder was? Ja, ich verstehe es jetzt nicht ganz.
Ja. Lass mal die 2 nochmal machen. Ne, jetzt ist gerade aus, jetzt die 2 an. So. Rechte Maustaste geht's hin. Linke Maustaste geht's weg. Und jetzt gehe ich dahin. Und jetzt ist es weg. Alles klar. Ich musste da in die 2 reingehen, um es abzubauen. Alles klar. So, dann Tab. Und nee. Doch, Tab war schon richtig. Nee, das muss weg. Gut. Jetzt gehen wir dahin. Jetzt machen wir E. Andere Ansicht. Und jetzt fährt die Kiste. Aber ich glaube, ich habe den Antrieb nur einseitig angeschlossen. Jetzt die Frage, ob das Auto auch mehr Licht hat. Hat es nicht. Ich bin nur mit meiner Lampe unterwegs. Gut. So, dann haben wir Fahrzeug gebaut. Oh, der ist ziemlich breit. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal irgendwie technisch dran, oder? Da ist ein Baum. Der leuchtet sogar interessant. Und der Mond ist da aufgegangen. Der sieht ja richtig cool aus. Ja, okay. Das ist der erste Eindruck, denke ich mal, von diesem Spiel. Das Auto rutscht. Nicht rutschen. Bleib mal stehen. Wo bleibt er stehen? Gibt's auch eine Handbrake? Handbremse? Ich glaube, jetzt geht's, oder? Ja, das ist, wie gesagt, der erste Eindruck. Ich denke, es ist ein richtig cooles Spiel. Sieht toll aus. Macht was her. Der Mond geht unter. Wenn es denn der Mond ist, ist nämlich irgendwie ein anderer Planet wahrscheinlich. Da können wir bestimmt auch hinfliegen. Ja, dann müssen wir mal gucken, ne? Wie wir hier weiterkommen. Auto haben wir gebaut. Ist, wie gesagt, eine Alpha. Das heißt, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Ist noch nicht fertig. Aber dafür sieht es schon richtig gut aus. Ja. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid, wenn es Planet Nomads wieder heißt. Bis dann. Tschüss.